Metro Last Light. Ich habe mir den Christian eingeladen. Hallo Martin. Wir werden zusammen Metro Last Light spielen. Das zweite Spiel aus der Metro-Reihe. Wir spielen das auf dem PC in den höchsten Einstellungen mit Physics aktiviert. Deutsche Sprachausgabe. Das Einzige, was ich niedriger gestellt habe, ist die Bewegungsunschärfe. Das stört mich oft so ein bisschen beim Spielen. Ist auch ein bisschen blöd mit dem Aufnehmen. Genau. Ansonsten haben wir alles hochgestellt. Bevor wir das Spiel starten, gibt es eine kleine Einführung, die können wir euch hier nochmal zeigen. Gehen wir einfach mal los und dann erzählen wir gleich weiter. Wenn ich gefragt werde, wie alles anfing, sage ich immer, dass alles begann, als wir zum Botanischen Garten gingen. Und mit wir meine ich meine Wenigkeit und zwei meiner Freunde. Wessen Idee es war, die verlassene Station zu besuchen, wer die anderen überredet hat, dahin zu gehen, ich sag ihnen immer, dass ich mich nicht erinnern kann. Ich lüge immer. Es ist eine sichere Lüge, denn es gibt keine Möglichkeit, die Wahrheit zu überprüfen. Sowohl Vitali als auch Eugen sind tot. Die massiven Türen der Luftschleuse ruppten und öffneten sich mit einem knirschenden Geräusch. Uns öffneten sie den Weg zur Hölle und den Dämonen einen Weg in die Metro. Aber letztendlich begann alles, als Mutter sagte, dass wir den Botanischen Garten spazieren gehen und mit der Metro dorthin fahren sollten. Ich erinnere mich an die kurze Rolltreppenfahrt an die Oberfläche, wie wir durch einen geräumigen Glaspavillon hinausgingen und eine Straße sahen, die mit Grünzeug überwachsen war. Ich erinnere mich an die kleinen Wolken, die sich über den grenzenlosen Himmel bewegten, an den leichten, kühlen Wind in meinem Gesicht. Mutter kaufte mir ein Eis. Seitdem habe ich nie wieder eins kosten dürfen. An diesem Tag wurde die Menschheit hingerichtet. Die Rechtschaffenen und die Sündigen wurden gerufen, um entsprechend ihrer Taten verurteilt zu werden. Und wir versteckten uns in der Metro vor Gottes Blick. Wir wurden vor seinem Zorn errettet und er beschloss offensichtlich, dass es die Mühe nicht wert war, uns da herauszuholen. Dann kümmerte er sich um seine eigenen Angelegenheiten oder starb vielleicht, während wir auf dieser verbrauchten und weggeworfenen Erde standen und einfach weitermachten. Ohne Ziel. Ich kann mich an so viele zufällige und unwichtige Dinge erinnern. Doch an das Wichtigste erinnere ich mich nicht. Das Gesicht meiner Mutter. Sie starb kurz nachdem der Krieg begonnen hatte. Alles, was von ihr übrig ist dieser Tag im Botanischen Garten. Wie sehr ich mir wünsche, mich an ihr Gesicht erinnern zu können. Die Art und Weise, wie sie mich ansah. Wie sie mir zuflüsterte, dass ich keine Angst zu haben brauche. Ich würde meine Seele dafür verkaufen, mich daran erinnern zu können. Jederzeit. Und das habe ich dann auch getan. So, ich will mir noch mal ganz kurz ein paar Worte zu dem Vorgänger und zur Geschichte erzählen, die wurde ja schon angesprochen, aber vielleicht einige, die entweder das Spiel nicht kennen oder halt das, vielleicht auch das Buch nicht gelesen haben oder es einfach vergessen haben inzwischen. Ich mache mal die Untertitel aus, weil wenn wir Deutsch spielen, brauchen wir die nicht. Oh, ich würde ehrlich gesagt anlassen. Aber ich habe es oft geschrieben. Meinst du, das ist besser? Ja, weil viel in dem Spiel doch gesprochen wird. Und falls man mal doch irgendwie was nicht mitkriegt und nicht mithört. Okay. Es sind auch nicht alle Dialoge mit Untertitel versehen, nur die wichtigen. Aber wer das Vorgängerspiel gespielt hat, weiß, dass beim Metro auch die Nebendialoge durchaus wichtig sind, um die zwei, eins der beiden unterschiedlichen Enden zu sehen. Denn entgegen einer früheren Aussage der Entwickler hat auch Metro Last Light zwei unterschiedliche Endsequenzen, genau wie der Vorgänger. Das ist ein gutes Stichwort. Also nochmal ganz kurz zum Setting. Also es spielt halt nach dem Atomkrieg. Mhm. In der Moskauer U-Bahn haben ungefähr 40.000 Menschen überlebt. Und die wirklich nur, die in der Zufälligkeit in der Metro waren, als diese Atomraketen niedergingen. Und in Metro 2033, also im Buch und im Vorgängerspiel, ist es so, dass diese Stationen zwar so miteinander handeln und auch verbunden sind durch die Gänge halt. Aber es gibt mehrere Fraktionen, es gibt Faschisten, so eine Art Nazi-Gruppierung, es gibt Kommunisten, es gibt halt normale, also gemäßigtere Fraktionen. Da findet das Ganze statt und es gibt sozusagen die Schwarzen, das ist so eine Art unheimliche Mutanten, die es in dieser Welt gibt. In der englischen Version heißen die übrigens The Dark Ones, also die Dunklen. Eigentlich müssten sie die Dunklen, fände ich ein bisschen passender irgendwie, die Dunklen, ja, sie zu nennen. Offiziell heißen sie halt die Schwarzen und das sind halt so eine Art seltsame, paranormale Mutanten. Und das erste Spiel geht darum, dass die eigene Station, in der man am Anfang lebt, überfallen wird von den Schwarzen. Mhm. Und man dann auf der Suche nach jemand anders ist.
nach einem Miller, der hier auch eine Rolle spielt in Last Light. Und dann am Ende des Spiels, das spoilern wir jetzt ein bisschen, na gut, ist aber so bei meinem Nachfolger, es gibt zwei Enden in Metro 2033, wie Christian eben schon gesagt hat. Am Ende hat man die Möglichkeit, auch so ein praktisch auf das Hauptquartier der Schwarzen das zu sprengen, also praktisch die, einen Großteil dieser Schwarzen zu töten. Mit einem Raketenangriff? Genau, oder man, wenn man gewisse Aktionen im Spiel gemacht hat, hat man die Möglichkeit, sozusagen ein bisschen mit denen zu kommunizieren und da man so ein bisschen versteht, was mit denen los ist oder dass sie eigentlich gar nichts Böses wollen, so per se, sie zu verschonen. Genau. Das ist halt so diese große Entscheidung am Ende. Last Light, nochmal zur Erklärung, schließt an das Ende an, wo man die aber zerstört hat. Was auch das normale Ende ist, was glaube ich wirklich 90-95% der, genau, was im Buch, was auch 90-95% der Spieler wahrscheinlich gesehen haben. Denn dieses zweite Ende, es ist in diesen beiden Spielen wirklich sehr verhältnismäßig subtil, wie diese Entscheidungen getroffen werden. Es ist nicht sehr auffällig, aber wir werden jetzt hier beim Spielen auch ein bisschen sehen, wodurch sich das beeinflussen kann. Geh nochmal ganz kurz zurück, bevor wir tatsächlich starten. Wir sehen es hier ganz kurz, diesen Originalmodus, das ist das, was wir jetzt spielen werden. Das ist das Spiel so, wie es gedacht ist. Und dann gibt es noch diesen Ranger-Modus. Ich installiert. Den gibt es als, den konnte man als Vorbesteller-Bonus bekommen, beziehungsweise man wird ihn dann zum Release auch als DLC kaufen können. Vielleicht an dieser kurz ein Dank an Deep Silver, die uns eine Version vor Release zur Verfügung gestellt haben, dass wir die halt heute schon spielen können und am Montag schon ausstrahlen können. Das Spiel kommt ja erst am 17., glaube ich, in den Handel, oder? Genau, da wird dann auch die PC-Version über Steam freigeschaltet werden. Und dieser Ranger-Modus ist halt nochmal ein zusätzlicher höherer Schwierigkeitsgrad mit ein paar anderen Bedingungen noch als jetzt hier zum Beispiel der Hardcore-Modus. Genau, so normal hat man jetzt einfach die Möglichkeit zwischen diesen drei Schwierigkeitsgraden. Wir spielen auf normal für regelmäßige Ego-Shooter-Spieler. Ich meine, wie es halt gedacht ist, wie die Entwickler es geplant haben. Mhm. Ja, ich denke, wir haben alles wichtig gesagt zum Vorgänger, zum Spiel und starten wir einfach mal Last Light. Ist schon eingestellt vorhin. Ist oder? Vielleicht ein bisschen heller oder passt das so? Ich glaube, das passt so. Okay. Die Schwarzen kamen viel später. Aus der Richtung des Botanischen Gartens. Die Schwarzen. Riesige, albtraumhafte Kreaturen, die selbst den größten Menschen überragten. Unheimlich wie ein Mensch, der von innen nach außen gekehrt wurde. Monster, die geboren wurden, um uns zu vernichten. Es hieß, sie seien unglaublich stark und übernatürlich böse. Und dass sie mit ihren bloßen Pranken einen Menschen in Stücke reißen konnten. Das sind alles Lügen. Die Wahrheit ist noch viel schlimmer. Hier unten, mal kurz Erklärung, sieht man so ein bisschen das U-Bahn-Netz von Moskau halt. Hier sind verschiedene Stationen. Und wahrscheinlich, was leuchtet, ist wahrscheinlich jetzt ein Posten, so ein Außenposten, der wir gerade sind, wie man eben gesehen hat. Die Leute, die da sitzen. Tja, ich habe früher in der Nähe gewohnt. Vor dem Krieg, meine ich, da oben. Ich war im Zug, als es passierte. Ich versuchte, meine Familie anzurufen, kam aber nicht durch. Was für ein... Was ist passiert? Scheiße! Jetzt kannst du schon steuern, oder? Jetzt kann ich schon steuern, genau. Anscheinend ist da vorne irgendwas gerade. Ist das ein Außenposten hier? Irgendwas kommt da von vorne, oder? Ich sehe. Kommt da was? Oh! Go! Oh. Wow! Ach du Scheiße, das sind die anderen. Das sind diese Schwarzen, ja? Nee, also das sind. Nee! Oh. Das sind Menschen. Okay. Das sind noch die Leute vom Lagerfeuer gerade, oder? Normale deine Menschen. Kumpels. Na, oh, das ist ja geschickt. Artyom, mach auf, Artyom. Ich bin's, Karl. Albträume, was? Kein Wunder. Nach allem, was du durchgemacht hast, hör zu. Ich habe unglaubliche Neuigkeiten. Vor ein paar Tagen war ich bei den Ruinen der Schwarzen. Ich habe einen von ihnen gesehen. Lebendig. Ich bin sofort aufgebrochen, um dich zu finden. Denn du warst doch derjenige, den sie kontaktieren wollten. Bevor du den Raketenangriff auf sie gestartet hast. Khan, wie zum Teufel bist du hier hergekommen? Raus! Sofort! Ja, Ullmann, einen Moment.
Wenn ein Schwarzer überlebt hat, dann ist es extrem wichtig, dass du versuchst, mit ihm zu sprechen, Artyom. Ich verstehe ja, dass du jetzt, seit du zum Orden gehörst, Miller unterstehst. Aber wir müssen ihn überzeugen, diesen Einsatz zu genehmigen. Khan, ich hab dir gesagt, du sollst verschwinden! Das ist eine geheime Basis. Du dürftest nicht einmal hier sein. Ich bringe dich zu Oberst Miller. Folge mir, Artyom. Mach dich bereit, Artyom. Ich warte am Ausgang. Bewegung, du Windbeutel. Ich kannte einmal einen Raucher. Das letzte Jahr seines Lebens musste er durch ein kleines Loch in seiner Kehle essen, trinken und atmen. Ja, wir sind Artyom. Ja, die Hauptfigur im ersten Spiel und auch im Buch. Genau. Es gibt ja auch ein zweites Buch, Metro 2034, das Last Light, aber es ist eine eigenständig geschriebene Geschichte. Also während das 2033 das Spiel sehr auf dem Buch basiert hat, mit einigen Abweichungen, ist das Last Light aber eine eigene Geschichte, was ich aber sehr cool finde. Und was wir jetzt hier gleich in dem Zimmer mal sehen können, gehen wir mal wieder zurück, ja, in das Zimmer. Wir können hier mit ein paar Sachen interagieren. Zum Beispiel können wir jetzt hier auch den Kassettenrekorder anmachen. Oder Gitarre spielen. Die Gitarre spielen, hast du es gesehen? Es hat so kurz so aufgeleuchtet, das Bild. Ne? Das ist ein Indikator dafür, dass man eine Interaktion gemacht hat, die zum positiven Ende führt. Das ist aber ganz schön gemeint. Ja, das ist wirklich so Gitarre ziemlich, spielen ist jetzt ja nicht so. Nee, aber es ist ziemlich, ist ziemlich subtil eigentlich gemacht. Es gibt. Das war beim ersten auch eine Gitarre übrigens, ja, witzigerweise. Ja, war auch eine Gitarre. Es gibt Gespräche, die man sich anhören muss. Manchmal muss man vielleicht mal jemandem Geld geben oder jemand anderem nicht oder so. Es ist also nicht sonderlich zu offensichtlich, wie es mit manchen anderen Spielen gemacht ist. Deshalb ist das im ersten Teil auch gar nicht so richtig aufgefallen, dass es ein anderes Ende gab. Ich glaube, viele wussten das auch gar nicht, ja, weil das Spiel am Ende auch nicht sagt, kannst ruhig drücken, das ist, glaube ich, nur Musik. Das Spiel sagt am Ende nicht von wegen, oh, und jetzt spielst du doch nochmal durch, hier wartet noch ein anderes Ende auf dich. Das ist eher ein Geheimnis. So, jetzt sehen wir uns gerade das Journal. Das machen wir mal kurz. Hä? Das ist mein Journal? Ja, das ist im ersten Teil auch so gewesen. Du hast ja den ersten Teil gar nicht gespielt. Bleib mal kurz stehen. Also pass auf, mit der linken Maustaste kannst du... Ja. Drück mal die linke Maustaste, sein Feuer anmachen. Das ist so ein kleines Licht. Ja. Da unten sehen wir uns auch unser Lichtmesser. Und genau, mit der rechten Maustaste holst du das so raus und siehst dann, was du wie machen sollst. Ich habe das erste tatsächlich nicht gespielt. Ich habe nur das Buch gelesen und mich jetzt nochmal eingelesen, wie die Geschichte war, weil ich das schon ein bisschen vergessen hatte. Wie lege ich das wieder weg? Wieder mit M? Oder? Eigentlich mit M. Macht er aber nicht. Nö, macht er nur an und aus. Gucken wir erstmal hier ein bisschen weiter um. Mit Tab, auch nicht. Hör mal den beiden Jungs da vorne zu. Hallo, Artyom. Artyom war einer der Männer, die D6 gefunden haben. Sie gaben ihm auf der Stelle ein Ranger-Abzeichen. Schön für ihn. Ich musste 2 Jahre als Fähnrich verbringen, bevor sie mich in den Orden aufgenommen haben. Naja, wie auch immer. Wo waren wir? Ich nehme an, hier unten ist es ganz nett, seit der Reaktor in Betrieb ist. Licht, Wärme. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall nicht. So gut, um wahr zu sein, verstehst du? Hör auf zu jammern. Es ist ein Geschenk unserer Vorfahren. Genug, um hier unten Jahrzehnte zu überleben. Vielleicht sogar, dass die Welt da oben uns zurücknimmt. Hast du es gesehen? Jetzt hat es auch nochmal so hell aufgeleuchtet. Das heißt also, auch solche Gespräche soll man sich anhören. Du siehst eine geheime Basis, Junge. Du solltest hier nicht rumhängen. Wenn man dann quasi den Punkt erreicht hat, der ausreicht, dann leuchtet das Bild halt nochmal so schnell auf. Bevor wir jetzt hier gleich weitergehen, ganz kurz nochmal zu dem ersten Gespräch, was wir da gerade mit dem Khan geführt haben. Da hat er ja nochmal kurz darauf Rückbezug genommen auf diesen Raketenangriff. Man muss allerdings fairerweise sagen, dass das, so wie es hier jetzt gesagt wird, so von wegen, ah, die wollten ja mit dir sprechen, du weißt ja noch, ne, und dann hast du aber den Raketenangriff gestartet. Das ist eigentlich im Vorgängerspiel, wenn man es ganz normal gespielt hat und nicht auf diese ganzen kleinen Sachen so sehr darauf geachtet hat, also nicht zum positiven Ende gekommen ist, dann ist das so deutlich einem eigentlich nicht geworden als Spieler, dass da eine Kommunikation so richtig stattfinden sollte. Das klingt jetzt hier viel mehr, als hätte der Artyom viel bewusster darauf, ganz bewusst darauf gesetzt, dass er ihn umbringt. Das ist ein bisschen unfair. Okay. Mir kommt es so vor, als könnte jede Patrouille da draußen der letzte sein. Hast du gehört, was mit Romanows Gruppe passiert ist? Romanow? Ich dachte, der wäre im Krankenhaus. Noch vom Angriff auf die große Bibliothek. Letzte Woche entlassen. Sein Trupp ist also durch die Sümpfe zur Kirchenbasis geschickt worden. Romanow war der Einzige, der dort lebendig ankam.
Du verschasserst mich. Der Rest der Gruppe ausgelöscht? Die Sümpfe sind kein Problem. Man muss nur auf die Markierungen und Flaggen achten, damit man nicht untergeht. Jedes Kind kann das. Naja gut, die Schrimps sind jedes Mal ein Fluch, aber komm schon. Was könnte einen ganzen Trupp erledigen? Keine Ahnung. Die haben Romanov alleine in der Kirche gefunden. Saß auf dem Boden und betete. Seitdem isst er nichts mehr und reagiert nicht. Er spricht nur noch zu Gott. Ich hoffe, Romanov erwarte keine Antwort. Tja, auch schon ein bisschen resigniert. Oh, das ist ja krass. Eklig. Gesehen? Gehen wir nochmal hin. Ja, ich hab's gesehen. Ich gehe mal hier nicht aufs Klo. Wir werden uns in diesem Spiel viel Zeit nehmen für die ganzen Gespräche und alles mal ein bisschen angucken, weil es ein wichtiger Bestandteil halt von Metro ist tatsächlich und wie gesagt auch für die Enden wichtig sein kann. Aber ich denke... Sieh dir diese zwei Anfänger an. Armselig. Kein Wunder, dass der Oberst befohlen hat, die Übungszeit zu verdoppeln. Streng dich mehr an. Aber es hat, die Atmosphäre macht ja einen großen Teil der Faszination von der Metro-Spieler aus, warum die auch schon so sehr... sehr starke Fansbasis haben, die Spiele. Auf jeden Fall. Die Leute haben sich ja sehr, also die Fans vom ersten Spiel haben sich ja sehr auf das Last Light jetzt gefreut. Bin mal gespannt, wie es dann wirklich ist. Hallo Artyom, willkommen in der Waffenkammer. Wie ich gehört habe, bist du jetzt ein Ranger. Darauf müssen wir bei Zeiten einen trinken. Aber jetzt rüsten wir dich erstmal aus. Also gut. Zunächst einmal brauchst du eine Gasmaske. An der Oberfläche kannst du keinen Schritt ohne Gasmaske machen. Es ist zwar schon 20 Jahre her, aber die Strahlung ist an manchen Stellen noch immer stark genug, um Wasser zum Kochen zu bringen. Hier in der Metro gibt es auch ein paar Hotspots. Vergiss nicht die Filter für die Maske. Klar, sieht auch ohne sie ziemlich cool aus, aber die sind definitiv besser für deine Gesundheit. Jetzt die Medipacks. Tja, was soll ich sagen? Alles, was du zum Überleben brauchst. In einer tollen, orangefarbenen Packung. Hier ist dein Vorschuss für diesen Monat. Denk immer daran, dass du mit Militärpatronen bezahlt wirst. Klar kannst du die als gewöhnliche Munition verwenden, um besonders viel Schaden anzurichten. Aber du kannst sie auch verwahren, um neue Waffen, Zubehör, normale Mun oder Ausrüstung zu kaufen. Es ist wohl klüger, dein Geld bei den Händlern zu lassen, die sich überall in der Metro finden. Können wir ganz kurz nochmal darauf eingehen, wer halt die Metro-Spiele nicht kennt oder das Universum. Die Währung sind halt diese militärischen Patronen, das heißt, man hat kein Geld mehr dazu, sondern bezahlt halt mit diesen militärischen Patronen. Mhm. Und das sind Patronen, die halt noch vor dem Krieg stammen, also die Originalpatronen sind, weil viele in dieser Welt stellen sich inzwischen ihre Patronen selber her, die bei weitem halt nicht so zuverlässig sind wie diese alten Patronen. Die können halt mal gar nicht funktionieren, im schlimmsten Fall in dem Gewehr explodieren oder so. Und deswegen, man bezahlt Essen und alle möglichen Dienstleistungen und so weiter, alles mit diesen Patronen. So, wie ich nochmal Tabulator gedrückt halten, um das Auswahlmenü aufzumachen. Ach guck, dann kann man es ein bisschen auf die... Wie funktioniert denn das? Schauen wir mal kurz. In Ordnung. Jetzt zu den guten Sachen. Suchen wir dir ein paar Women aus. Nimm die, die du möchtest und probiere sie auf meiner Schießbahn aus. Nö, was tue ich jetzt eh? Achso, kann ich jetzt hier die Waffen aussuchen? Nee, ich glaube hier daneben. Da auch, ne? Das ist so ein Aber hier, guck mal, erstmal drücken wir mal eh. Genau, jetzt kannst du hier bis zu drei Waffen mitnehmen. Drück mal auswählen. Ich höre ihn gerade noch zu, bisschen. So, dieses Gewehr ist mir Kalaschnikow, Ventil, Bastard, Taune. Gucken wir mal, Kalaschnikow ist eigentlich immer gut. Wir haben hier vor allem noch drei Plätze. Ist halt verlässlich und Leistung ist eigentlich, Kalaschnikow ist nie verkehrt. So verlässlich, dass der Laden inzwischen pleite ist. Das ist eine Shotgun, die ist vielleicht auch nicht so schlecht. Mhm. Ich denke mal, eine MP, eine Shotgun und eine Kalaschnikow, obwohl... Aber ich glaube, eine MP brauchen wir gar nicht unbedingt, wenn... Also ich würde eher dann vielleicht noch ein richtiges Gewehr mitnehmen. Weil ob du nur das Maschinengewehr oder die MP hast. Mhm. Okay. Und jetzt können wir die noch anpassen. Schauen wir mal kurz, die Kalaschnikow. Ups, hier ist das Richtige. Mal zurück, so. Abgeben, ersetzen, anpassen. Das ist auch neu. Aha, Zieloptik, dass es so ein richtiges Anpassungsmenü gibt für die unterschiedlichen Aufsätze zum Beispiel. Man sieht dann auch, wenn es aufgebaut ist, einen anderen Lauf vorne dran. Jetzt hier in diesem Fall einen Schalldämpfer. Mal geringerer Schaden, aber dann halt, ja gut, bei Kalaschnikow wollen wir das ranmachen? Brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich würde es dann eher vielleicht an, obwohl, mach's ruhig mal ran. Wir können es ja im schlimmsten Fall. Okay, können wir ja sonst lassen. Schauen wir mal kurz hier, was kann die, ups, muss ich einmal dran gewöhnen. Da können wir auch Optics, würde ich bei der Shotgun nicht raufmachen, nee. Die Reflex-Optics.
Aber hier und schalte einfach wie die Shotgun nach der Oma nicht auf. Aber da waren zwei zur Auswahl, ne? Kannst du da nochmal kurz reinschauen? Achso, Streuung des Schuss. Jawohl, das will ich eigentlich eher. Ich will ja eigentlich das für Nahkampf nehmen. Ich gefällt mir schon ganz gut. Für Fernkampf haben wir ja die AK und das Gewehr. Na gut. Dann nehmen wir das dann so. Lass es so. Dann gucken wir mal kurz beim Gewehr. Wäre falsch, so. Da könnten wir auch Optics draufsetzen. Würde ich aber bei dem Gewehr vielleicht auch nicht unbedingt machen. Weil okay. Das eigentlich besser ist, wenn man da ein bisschen mehr von der Umgebung noch sehen kann. Ich glaube, das mit der aber AK ist denn hier? Ist das voll hier ausgerüstet bei der AK? Ja, da passt es, glaube ich, besser. Okay, schau. Weil du ja eher da in Bursts schießt. Was natürlich auch die ganze Zeit auffällt, ist, es sieht halt wirklich echt sehr, sehr cool aus. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, die PC-Version. Aber es sieht auch auf der Konsole sehr gut aus. Also muss man wirklich gestehen, auch ich auf der Xbox. Ich mag halt diesen realistischen Look total gerne beim Spielen. Das ist echt cool. Einzige Schwäche bei der Grafik sind ein bisschen so die Animationen, weil man da einfach merkt, okay, sie hatten offensichtlich nicht so wirklich. Konnten zum Beispiel bei den Gesichtsanimationen jetzt keinen Facial Motion Capture und solche Geschichten machen. Deshalb wirkt das manchmal ein bisschen. Mittelmäßig gut. Mhm. Aber alles, was man so über Programmierung machen kann und einfach über Grafiker machen kann, das sieht alles fantastisch aus. Und wem die ganze Optik ein bisschen bekannt vorkommt, der kennt wahrscheinlich die Stalker-Spiele. Denn die beiden Mitbegründer des Entwicklerstudios von diesem Spiel, die, ich glaube, 4A Games heißen sie, das ist ein ukrainisches Entwicklerstudio, die in Kiew sitzen, die haben bis ein Jahr vor dem Release von Stalker, vom ersten Stalker-Spiel, Shadow of Chernobyl, an dem Stalker-Spiel gearbeitet und haben dann ihre eigene Firma gegründet und die waren da auch die Engine-Programmierer. Deshalb ist da durchaus eine gewisse grafische Ähnlichkeit auch drin. Ich meine, diesen Aufsatz aufs Gewehr noch geschraubt jetzt und ich finde es aber eigentlich ganz okay, das Gewehr. Ja? Ja. Ich weiß nicht, ich mag diesen Gelbstich da drin jetzt nicht so sehr. Aber ist in dem Fall jetzt auch egal. Ah, ein Headshot noch mal. Na gut, wir haben ein bisschen Schießbahn ausprobiert. Sehen Sie, wir haben keine Bildschirmanzeigen dafür, wie viele Patronen wir noch haben. Im Lauf, das sehen wir richtig an der Waffe. Also doch, jetzt da unten ist gerade einer beim Nachladen, aber beim Schießen war es eben gerade nicht. Genau, beim Nachladen sehen wir uns nochmal kurz. Munitioniere ich mal voll auf und lade mal alles nach. Ich glaube zum Beispiel in dem Ranger-Modus ist das auch alles aus. Also da sieht man wirklich nur an der Waffe dann, wie viel man hat. Ihr dürft niemandem in der Metro erzählen, dass D6 gefunden wurde. Der Oberst sagt, dass jemand schon alles ausgeplaudert hat. In den Stationen wimmelt es von Gerüchten. Eine Lüge verrückter als die andere. Klar, es sind für 10 Millionen Superwaffen, geheime Maschinen. Und manche behaupten, dass es hier ein Funkgerät gibt, stark genug, um die Bunker in Sibirien zu kontaktieren, wo der Präsident und die Regierung sich verschanzt haben. Das ist doch Wahnsinn. Das mag ich auch total. Diese D6, ganz kurz, diese D6-Anlage, das ist das, wo wir jetzt gerade drin sind. Das ist dieser Raketensilo. Ach, jetzt hast du gesehen, jetzt waren wir lang genug da bei dem Gespräch noch zugehört gehabt, dass dieses Aufleuchten wieder kam. Dieser D6-Bunker, den haben wir im Vorgänger gefunden und da haben wir dann auch das Laser-Guidance-System, glaube ich, hergehabt. Von da wurden auch die Raketen abgeschossen, die Dark Ones, also die schwarzen, die dunklen, am Ende des ersten Teils vernichtet haben. Und da wurde aber noch viel mehr gelagert. Ja. Was ich halt total mag, sind halt auch diese Mythen so ein bisschen. Ah, in Sibirien gibt es noch einen Bunker, wo der Präsident halt noch total lebt und so. Das ist halt sehr cool. Also, die haben sich sehr viele Gedanken über diese Spielewelt gemacht. Die ist halt sehr, sehr stimmig in sich. Was natürlich auch aus dem Buch kommt. Wir werden hier mit Sicherheit verstrahlt. Niemand. Die Basis ist sauber. Zumindest der Bereich, in dem wir sind. Das haben wir überprüft. Gestern haben der Kommandant und ich die Türen kontrolliert. Viele sind noch immer versiegelt. Manche sogar zugeschweißt. Und ein paar von ihnen sehen so aus, als wären sie von innen verschlossen. Ja und? Hinter einigen dieser Türen ist radioaktive Scheiße heiß genug, ein Ei zu braten. Kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt ein Ei gelesen habe. Also, es gibt ja einen Reaktor, richtig? Auf der anderen Seite der Einrichtung. Ich weiß nicht, ob es hier sicher ist. Vielleicht wurde dieser Ort nicht als Schutzraum entworfen. Sondern? Keine Ahnung. Aber ich würde nicht an irgendwelchen versiegelten Türen rütteln. Oder habe ich was gehört? Anscheinend ist so manches wachgerüttelt worden. Was meinst du? Die Rotten machen mobil. Die haben alte Männer rekrutiert. Schuljungen.
und sie in Ausbildungslager geschickt. Die Roten sind Kommunisten. Ich sag dir, der Krieg steht bevor. Wen wollen die denn bekämpfen? Die üblichen Verdächtigen vermutlich. Die Faschisten. Das erinnert mich daran, dass unsere Wachen oben drei Reichsstalker Aufklärungstrupps gesichtet haben. Seltsam. Es waren noch nie so viele Faschisten draußen. Drei Trupps, sagst du? Wo? Zwei der Trupps waren hier in der Nähe. Sergei hat sie gesehen. Die Faschisten haben die Schächte überprüft, die Keller, als wenn sie nach einem Eingang suchen würden. Scheiße. Meinst du, die wissen, dass wir D6 gefunden haben? Schwer zu sagen. Vielleicht. Das ist nicht gut. Wenn die versuchen, reinzukommen, sind die erledigt. Miller hat die Wachen verdreifacht. Stimmt. Er weiß von den Faschisten. Aber wenn wir die Späher eliminieren, schicken die nur noch mehr. Und wenn die reinkommen, meinst du, der Orden könnte das Reich abwehren? Ganz ruhig. Der Orden ist neutral. Wir sind die Wächter der gesamten Metro. Wir beschützen unsere Mitmenschen vor Monstern und Mutanten. Welcher Staat würde es wagen, gegen uns in den Krieg zu ziehen? Lass mich die Geschichte zu Ende bringen. Da war noch eine dritte Gruppe Faschisten, erinnerst du dich? Die wurde an der Messe gesichtet, an der Oberfläche. Wir hatten dort Wachen, Skalpell und Bratter. Die meldeten sich und sagten, die Faschisten würden sie angreifen. Und dann brach die Verbindung ab. Moment mal. Bratten wird vermisst? Nicht vermisst. Er wurde tot aufgefunden, zusammen mit Skalpell. Ein Dutzend Kugeln in beiden. Mit Kopfschüssen erledigt. Scheiße. Er hatte letzte Woche erst Geburtstag. Wir haben einen getrunken. Was für ein kranker Mistkerl würde ihm so etwas antun? Ja, es sind halt diese ganzen Gespräche, wie gesagt, die wir gerade am Anfang ein bisschen öfter anhören werden. Nachher gibt es dann auch, gerade wenn man draußen ist, dann wahrscheinlich mehr Kämpfe. Klar, also man will natürlich hier erstmal eine Welt etablieren. Aber schauen wir noch mal ganz kurz an den Typen, der am Tisch saß. Das mit der Hand, vielleicht hat es der eine oder andere gesehen. Das meinte ich mit diesem von wegen, die Animationen sind teilweise dann, so schön die Grafik ist, aber bei den Animationen sind dann so ein bisschen kleine Schwächen drin. Aber es sieht halt trotzdem sehr stimmungsvoll aus. Hier wurden nochmal diese Fraktionen angesprochen, was wir vorhin schon erzählt haben. Die Roten, die Kommunisten, die Faschisten. Mhm. Die andere. Und es gibt ja diese bisschen Neutrale, die so den Handel aufrechterhalten wollen, wo wir ihr dann zugehören. Wir sind ja die Order. Genau. Also das ist quasi die Deranger sind wir im Grunde genommen, die so ein bisschen neutral über allem steht. Und dann gibt es, glaube ich, noch diese Hansa oder so. Stimmt, genau das war es, die Hansa. Die auch sehr mächtig ist. Genau, aber die sind, glaube ich, mehr so mit Handel und... Stimmt, die waren das. Ja, da sorgen dafür, dass da irgendwie ein bisschen Bewegung in diesen ganzen Systemen drin sein kann. Also die haben auch noch funktionierende U-Bahn-Systeme und sowas alles. Aber schauen wir mal weiter, was uns hier... Ich würde sagen, wir schauen in der nächsten Folge mal weiter. Wir haben schon ganz schön viel gespielt, damit wir ein bisschen die Welt kennengelernt. Ich denke mal, es kann nicht mehr so lange dauern, bis es wirklich losgeht. Wir treffen jetzt wahrscheinlich bald den Miller und den Kanan und geht die Geschichte ein bisschen weiter. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Alles klar, bis dann. Tschüss.